Ich freue mich darauf, gegen Rihanna zu spielen. Hey, in einem Zeitungsartikel wurdet ihr beide verglichen. Aha. Sie sagen, dass total viele Tore fallen werden. Wer wird mehr Tore schießen? Rihanna oder der ultimative Shakes? Was sagen Sie über mich? Coach, was denkst du? Diese Drucksituation wird hart werden für Shakes. Shakes, hör auf, Autogramme zu schreiben. Los geht's! Alter, komm schon! Zeit zu trainieren! Einfach laufen und winken! Laufen und winken! Rihanna wird euch zerstören! Noch einmal. Shakes! Alles klar, Cool Joe. Shakes, du bist der Beste, Bro. Wir lieben dich, Shakes. Wieso machst du nicht mal eine Pause? Noch nicht. Nur noch ein paar. Dreh deinen Körper in Richtung des Balls. Das wird helfen. Oh, Mr. Golare? Versuch's einfach. Mein alter Freund. Leute, das ist Barkas Stürmertrainer. Der größte Sturmspezialist, den die Super League je hatte. Eigentlich nein. Ich bin in Rente. Was? Oh nein, das bist du nicht. Du hast einen neuen Job. Shakes vorzubereiten. Auf Rihanna. Denk nach. Shakes hat ein unglaubliches Potenzial. Wenn du ihn trainierst, kannst du wieder eine große Trainerlegende werden. Mal sehen. Mit der Brust annehmen, einmal mit dem linken Fuß berühren. Nein, rechten Fuß. Nein, warte. Brust ans Knie. Okay. Mein Ordner mit Rihannas alten Moves. Ich kann sie benutzen, um Shakes zu trainieren. Er wird Barker zerstören und ich werde der Fußballwelt beweisen, dass es ein Fehler war, dass Rihanna mich gefeuert hat. Du musst die Formel ganz exakt ausführen. Ansonsten verschwendest du nur deine Zeit. Das klingt ziemlich leicht. Ist das so? Dasselbe, Adrian. Hä? Oh, nichts. Eins, zwei, drei, vier und... Oh, sehr schön! Wenn Shakes ein Tor schießt, wird Rihanna meine Fähigkeiten als Trainer nicht mehr leugnen können. Und jetzt der echte Test. Ah, haha, haha.
Das sah bei dir noch besser aus, als ich dachte, dass es überhaupt aussehen könnte. Na, danke. Warte nur ab. Bis du gegen Riano antrittst, werde ich eine ganze Menge neue Moves für dich haben. Noch mehr Moves? Das ist toll. Das ist genug Training für einen Tag. Spiel morgen genauso und du wirst ganz sicher gewinnen. Der Golare-Weg ist der einzige Weg. Ich kann nicht glauben, dass Golare das macht. Aber jetzt wissen wir genau, was Shakes machen wird. Das ist nicht richtig. Ich will morgen gegen den echten Shakes auf dem Platz antreten. Aber Riano! Warte! Wo gehst du hin? Du fährst mich doch nach Hause! Shakes, sieh dir das an. Die Frage heute ist, wer ist der Beste? Du bist berühmt, amigo. Keine Sorge, Mann. Strikers auf drei. 1, 2, 3. Super Strikers! Spieltag! Und da sind wir für den Anpfiff eines heiß erwarteten Aufeinandertreffens. Vielleicht das am meisten erwartete seit Jahren. Das ist der Kampf der Stürmer. Riano gegen Shakes. Ich hoffe, du hast dein rohes Talent mitgebracht. Es ist mehr nötig als simple Tricks, um an uns vorbeizukommen. Wir sind Barker. Zeit aufzudrehen und Riano zu zeigen, worum es beim Stürmen geht. Er ist ganz geschmeidig. Dann einfach grooven. Ich werde es euch allen zeigen. Und mit dem Ball moven. Soll ich dahin dribbeln? Nein, schlänzen. Nein. Flanke über El Centro, amigo. Zurück, Mann. Zurück. Wartet. Ich hab's. Adios! Du bist nicht so super, Stürmer. Alter! Komm her, hombre! Wow! Los! Beweg dich! Ich kann den Ball nicht sehen! Tor für Barker! Unglaubliches Können vom Stürmer Riano! Und Barker geht mit 1-0 in Führung. Die Strikers liegen mit 1-0 hinten. Shakes muss versuchen, eine Lücke zu finden. Der junge Stürmer könnte Riano hier etwas zeigen. Der Golare-Weg ist der einzige Weg. Shakes! Ich stehe frei! Ich habe ihn noch nie unter Stress zusammenbrechen gesehen. Er folgt der Formel nicht. Er hatte schon so viele Chancen auf ein Tor. Schon okay, amigo. Wir haben noch eine Chance, um zu beweisen, dass du der beste Stürmer der Liga bist. Nach mir natürlich. Das war peinlich da draußen. Ich verspreche dir, dass niemand etwas gemerkt hat. Bist du dir da sicher? Es war peinlich. Ich habe es zu Hause gesehen. Nicht dein bestes Spiel. Spencer. Du sahst da draußen matt gesetzt aus, als hättest du noch nie vorher gespielt. Spencer. Vor allem, als dir der Ball weggenommen wurde. Spencer.
Ja? Du musst mich nicht daran erinnern. Oh, sorry. Also, was ist passiert? Ich konnte irgendwie nicht klar denken. Ich muss das Spiel drehen, indem ich... Pass auf, Shakes! Shakes? Bist du noch dran? Hallo? Ich rufe dich zurück. Ich sehe, du bist endlich aufgewacht. Was ist dein Problem? Du hättest mir den Kopf abschießen können. Ich wusste, dass du das nicht zulässt. Die Frage ist, was ist dein Problem? Also das ist schon besser. Komm schon, Rihanna. Du rennst in die falsche Richtung. Ha! Ich liebe die Herausforderung. Ah, das kannst du doch viel besser. Nicht so schnell. Shakes rennt auf das Tor zu. Er hat den Torwart von seiner Linie gelockt. Die Verteidiger sind hinter ihm her. Schießt er das Tor? Also, worum geht es hier eigentlich? Ha, ich wollte dafür sorgen, dass der echte, talentierte Shakes hier in Spanien ist. Huh? Wir sehen uns auf dem Feld, Shakes. Nein! So wird das nicht gemacht. Mit dem linken drüber, dann mit dem rechten drüber, dann drehen. Eins, zwei, dann schießen. Steh nicht einfach nur so rum. Mach eine Pause. Und dann zurück zur Arbeit. Ich fühle mich da draußen nicht richtig. Ich weiß, dass ich Rihanna besiegen kann, aber ich habe das Gefühl, als würde ich das Spiel von jemand anderem spielen. Seht euch das an. Das ist nicht mein Spiel. Du recycelst Rihannas Moves einfach bei Shakes? Er hat recht. Du hast recht. Ich bin ein Versager. Ich bin nicht in Ruhestand. Ich wurde entlassen. Golare, warte. Vergiss es, Coach. Genau dasselbe ist mit Rihanna passiert. Meine Arbeit! Was machst du da? Hör auf! Shakes braucht dich nicht, um ihm zu zeigen, wie man Rihannas Moves perfektioniert. Shakes braucht dich, um seine eigenen Moves zu perfektionieren. Komm schon, mein alter Freund. Wir haben etwas zu erledigen. Spieltag im Barca-Stadion! Und Leute, wenn es möglich wäre, dass das Stadion noch voller ist als beim letzten Spiel... Dann ist es das auch. Es sieht wie ein Rekordbruch aus. Rihanna gegen Shakes Teil 2 kommt sofort. Ich bin hier mit keinem anderen als Rihanna. Shakes hat Barca beim letzten Spiel keinen harten Wettkampf geboten. Was erwartest du heute? Also Ben, ich habe den Fans schon gesagt, dass es okay ist, wenn sie ihre Filzstifte zu Hause lassen. Ich weiß, worum es im Parkspiel ging. Es ging darum, dass du deinen eigenen Spielstil findest. Aber wieso hilfst du mir, wenn du dadurch heute verlieren könntest? Weil du den Ball im Park kicken konntest? Das bedeutet überhaupt nichts. Du hast hier bisher noch kein einziges Tor geschossen. Du hast recht. Das habe ich nicht. Bisher. Hast du Golare gefeuert? Wart's ab und sieh zu. Shake sieht ziemlich unsicher aus. Aber El Matador holt sich den Ball. Schöner Tackle von Bolito. Tor! Rihanna landet den ersten.
ersten Treffer. Oh, die Super Striker-Verteidiger wurden von ihm einfach stehen gelassen. Gute Beinarbeit vom Barker-Stürmer. Schafft er es, noch einen Schuss am großen Big Bow vorbei zu bekommen? Ja, er schafft es! Tor Riano! Wieder eine absolute Schönheit! Was für eine tolle Weise, die erste Halbzeit abzuschließen! Eine Halbzeit ist noch übrig, Shakes. Zeit, den Fans zu geben, wofür sie hergekommen sind. Wenn er mir nur den Ball zupassen würde, könnte ich... Du weißt, dass du es schaffen kannst. Barker führt mit einem Punktestand von 2-0. Und Shakes ist dabei noch nicht mal aufgetaucht. Doch, ist er. Er hat daneben. Oh. Shakes muss in der zweiten Halbzeit auf der Anzeigetafel auftauchen. Shakes zögert wieder? Ich verstehe das einfach nicht. Endlich legt er los. Er zerlegt das Mittelfeld. Oh, das ist der Shakes, auf den ich gewartet habe. Shakes ist unaufhaltbar. Er ist ganz alleine. Tor! Shakes steht auf der Anzeigetafel. Aber die Super Strikers brauchen noch zwei Treffer für den Sieg. Und die Zeit wird knapp. Alter, willkommen zurück. Wir haben uns gefragt, wo Shakes hin ist. Oh, Baby. Er ist zurück. Legen wir los. Shakes passt den Ball rüber zu Cool Joe. Shakes ist auf der anderen Seite, um die Flanke anzunehmen. Dreh deinen Körper in Richtung Ball. Super Strikers haben den Gleichstand geholt. 2-2. Es sind nur noch 6 Minuten der regulären Spielzeit übrig. Schafft es Riano, noch einen Treffer für Barker zu landen? North Shore mit einem schönen... Also, fast schönen. Riano hat den Ball. Er macht es im Alleingang. Abgewehrt von Big Bow. Shakes ist nur ein Tor von der Führung seines Teams entfernt. Und davon, das heutige Aufeinandertreffen der Stürmer zu gewinnen. El Matador, dreh mir den Rücken zu und stell dich hin wie eine Statue. Hä? Und, es tut mir leid. Was für ein Tor von Shakes! Oder war das von El Matador? Ach, Mac, ganz egal. Die Super Strikers holen die Führung. 3-2. Ein echter Kampf zwischen den beiden jungen Stürmern heute. Wieso hast du mir geholfen, meinem Instinkt zu folgen? Ich habe mich darauf gefreut, gegen dich zu spielen. Den wahren Shakes. Ich verstehe. Ich bin einfach froh, dass du Golare gefeuert hast. Nein, niemand wurde gefeuert. Coach, es tut mir leid. Ich hätte... Stopp. Jeder kommt einmal von seinem Weg ab. Aber du hast uns geholfen, unser Spiel auf das nächste Level zu bringen. Ich dachte, du hättest nichts mehr zu bieten. Shakes, die Krone gehört heute mal zurecht auf deinen Kopf. Ich glaube, El Matador arbeitet schon daran. Wer hätte gedacht, dass ein Super Striker nötig ist, dass wir uns beide steigern? Hast du noch immer den Goldfisch, den ich dir geschenkt habe? Moby? Aber natürlich. Niemand kennt mich so gut wie dieser Fisch. Mit der Hilfe des großen Golare holen sich die Super Strikers den Sieg.